Sottele, moin moin und herzlich willkommen hier zu einer neuen, schlicken, ruhigen, entspannenden Folge The Infected. Freut mich, dass du da eingeschaltet hast. Ja, weiter geht's im Programm. Da fliegt Holz rum, warum auch immer, das können wir direkt mitnehmen. Wo war ich stehen geblieben? Genau, hier läuft schön Eisenbrocken durch. Das kann auch so weiterbleiben. Die brauchen wir gleich. So, schmeiß mal hier rein. Ich nehme mal... Nehmen wir die hier mit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ich glaube, 8 Stück brauchen wir. Für etwas Platzierbares. Und zwar Lager, Holzschaltstelle. Da brauchen wir sogar nur 6. Heißt, 2 können wieder rein. Gib her. So, dann machen wir nämlich heute mal als erstes... Gehen wir auf Seite Manfred. Als erstes hier unten mal alles fertig. So langsam geht es mir auf den Keks. Halbes und nichts Ganzes hier. Deswegen bauen wir erst einmal hier Wände hin. Nein, auf keinen Fall. Wir bauen ein Lager hin und zwar hier einen Holzscheitständer. So, dass wir das nicht mehr machen müssen. Dann kann Manfred die voll machen. Wir machen hier weiter. So, gib mal her. Wenn wir das hier fertig haben, können wir uns dann in Ruhe überlegen, was da reinkommt. Ja. Ich glaube, die haben schon alle Bretter hier, ne? Oder? Ne, die haben keine Bretter. Ich habe ein Brett vorm Kopf, das ist alles. Wie viel Uhr haben wir überhaupt? 9:30. Bisschen spät, ne? Bisschen spät. Aber wir kriegen das schon hin. Wir kriegen das schon hin. So. Ach, hier hatten wir auch zugemacht. Fällt mir gerade ein. Machen wir noch einmal Bretter da rein, solange bis wir fast überladen sind. Aber nur fast. So, dass wir mal die ganzen Baustellen hier fertig kriegen und nicht überall dran rumwuseln. Ah, der hat keine Holzscheite, okay, der hat Holzscheite, der hat Holzscheite, die haben Holzscheite, die haben Holzscheite. Nur dem fehlen 4 Stück. Wir haben genau ein Brett wieder übrig, das war wieder klar. Na du? Wie die spawnt? Hallo? Ich glaube, es hackt. 1, 2, 3. Jawohl. Ach, die spawnen einfach die Bäume da. Die Holzscheite. Ich glaube, es hackt. Die Spinnen. Noch 3 rein. Gib mir mal einen her. Und du kannst weiterarbeiten. Ich gehe schlafen. Das wird mir so dunkel. Wenn du gerne im Dunkeln arbeitest, bitteschön. Wir können mal gucken, wie es dem Huhn geht. Ich habe es dann auch gefunden. Es war direkt instant, wurde das hier reingestopft. Ne? Da wir hier noch ein bisschen zu essen haben. Nehmen die vielleicht Schinken? Leider nein. Können wir... Ach, jetzt hat der schon alles abgeerntet, ne? Hat der schon alles abgeerntet. Das ist natürlich doof, jetzt muss ich immer runterrennen und gucken. Nee, nee, nee. Machen wir gleich. Hol ich mir unten was. Das ist jetzt der Nachteil, ne? Es ist cool, so abgetrennt, aber jetzt muss ich immer den ganzen Weg latschen, damit ich da unten ans Essen komme und hast du nicht gesehen, weil hier oben nicht genug Platz ist dafür. Leider. Naja, was soll's. Hinterher ist man immer schlauer. Oh, sauberes Wasser, das trinken wir mal, das essen wir mal. Ist da sonst noch irgendwo was drauf? Nein. 1, 2, 3 und 4. Das Schwein, das war richtig gut, du. Das war richtig gut, das Schwein. Das hat richtig viel gebracht. Da war noch eine Kohle drin, die kannst du mir mal geben. So, dann können wir das Ding nämlich schon mal anmachen. Das kann verbrennen, das kann verbrennen. Bitteschön. Ihr seid fertig. Jawohl, schmeiß wieder rein. Dann können wir da gleich mit dem einen Eisenbarren das Ding fertig machen. Dann können wir da noch ein bisschen aufhängen. Ich weiß nicht, ob wir den Speck da auch trocknen können. Das werden wir dann gleich sehen. Wenn nicht, müssen wir den schnell mampfen. So, Mamika schreibt, im Stall, Ede! Jawohl, im Stall. Hier ist das Hühnchen, was ich mal wieder nicht gesehen habe. Ne? Ausgewachsen, belegt. So, jetzt müsste ich nur noch wissen, ist das ein Männchen? Ist männlich, okay. Also, ein Hahn im Stall reicht. Der Rest müssen alles Mädels werden. Wenn wir jetzt noch irgendwie einen männlichen fangen, können wir ihn schlachten. So, wir brauchen ein bisschen was zu essen für den Kollegen da oben. Ich nehme einen mit hier, die essen ja gerne Korn. Hier können wir schon mal Dingens wieder dran machen. Das Geländer, die Brüstung. So, weil... Weiter soll das ja eh nicht hier. So, so, so.
So, und so. Ich meine, die werden ja nicht schlecht. Können dem immer da irgendwo hier was hinstellen. Nimm mal den hier. Danke, danke. So. Stopp. Und jetzt kannst du den hier erstmal wieder voll machen. Stellen den nur mal gerade ein bisschen an die Seite hier. Ein bisschen ordentlicher ist. So, du kannst stehen bleiben. Wir bringen gerade den Maiskolben nach oben. Jetzt erzähl mir nicht, der schleppt das von hier oben nach da unten. Dann fresse ich aber einen Besen, du. Bitteschön, 110. Wie viel passt denn eigentlich da rein? Das ist die Frage hier. Ich glaube, bis 1000 geht das, ne? Das ging, glaube ich, bis 1000, du. So, mach den mal fertig. Kann ich den Speck hier dranhängen? Nein, Speck muss gebraten werden. Okay. Können wir das Dörrfleisch hier dranhängen? Wobei das auch ekelhaft ist. Guck mal, wir haben Juni und das hängt einfach hier. Was meinst du, wie schnell die Fliegen ihre Eier da drauflegen und was weiß ich? Das will nur wegschmeißen. Uah, ich möchte gar nicht dran denken. Stell dir mal vor, es ist alles Maden in der Bude oder so deswegen. Igitt! Bin bereit. Wehe, hier kommt ein Waschbär und klaut unser Zeug. Dann werde ich sauer. Madame Mim schreibt, hallo ihr Lieben, liebe Grüße aus dem Tiefen des Sofas. Liebe die entsprechenden Folgen, danke für deine Videos. Nichts zu danken, Madame Mim. Nichts zu danken. So, immer gerne. Dafür sind die Folgen da. Ups, noch nicht. So. Und wo ich den Namen lese. Ich muss den Film auch mal wieder gucken. Wann startet denn dein nächster Zauberwettkampf mit Merlin? Ah, der ist so schön. Der, das ist nochmal noch ein Disney-Film, der mir auch gefällt, den ich auch schön finde. Die Hexe und der Zauberer. So. Die gute alte Madame Mim. Ewigkeiten nicht mehr gehört. So, der ist da unten alles am Vollmachen. Das passt. Das ist abgehakt. Hier brauchen wir natürlich wieder Eisen. Wenn wir 50 haben, 10 mal 5 sind 50. Ja, wir haben 34. Okay, es läuft aber noch. Das ist das Gute. Und der Strom ist voll. Perfekt. So, alles hier rein. Das Brett ist jetzt natürlich auch. Wo tue ich das hin? Das hier irgendwo rein tun? Kann ich. Perfekt. Einfach irgendwo reinschmeißen. Weg damit. Aus den Augen, aus dem Sinn. Hier könnten wir mal Fenster reinmachen. Hat's hier was? Nee, Konstruktion. Wände sind hier auch Fenster bei. Halbglaswand. Nein. Da ist das Fenster. Juhu. Zack. Und zack. Ist halt richtig gut zum Entspannen und Abschalten hier. Wenn man einen blöden Tag hatte oder so. Dann kann ich euch verstehen. Dann einfach gemütlich Füße hoch, sich berieseln lassen von Ede. Sehr schön. Sehr, sehr schön. So. Da unten können wir auch weitermachen. Frosch, du lebst gefährlich. Geh weg. Oh, ich hab voll den Ohrwurm von der WoW-Musik jetzt, ey. So gut. So gut. Schön. Wunderbar. Und du kannst weitermachen, mein Freund. Ich bin jetzt mal frech und klau dir alles hier raus. Ah, guck mal, da haben wir schon Gammelzeug. Oh, haben wir schon Gammelzeug. Der braucht auch noch einen Mülleimer da unten und wir brauchen auch noch einen oben, wo wir den ganzen Scheiß reinschmeißen können. Müsste auch mal wieder was davon essen, ne? Sind die hier schon fertig? Ja, keine Ausdauer mehr, ganz ruhig. Da hinten der Kürbis ist fertig, hier vorne das noch nicht. Okay. Du weißt schon, dass du die platt rampelst und hier den Boden gießt, oder? Amateur. Naja, ich sag mal nichts. Er arbeitet ja umsonst.
bisschen was müssen wir auch noch selber machen. Hier siehst du, jetzt ist da 500 drin, das passt. Hier haben wir das Wasser, da können wir jetzt noch einmal den Bio-Dingensbumenskirchens machen hier. So, der war hier. Ne, da war der 1. 1, 2, 3. Dankeschön. Den tun wir auf Seite. So. Können wir hin tun, hier rein. Hier rein tun wir den. Ja, genau. Bisher 3 Stück. Und das ist halt der Grund, warum ich lieber das auf nur extra hier Stein mache. Ja? Weil dann kriegst du auch viel schneller die Eisenbrocken. So dauert es 10 Minuten für einen Eisenbrocken. Aber wenn du Glück hast, kriegst du auch direkt ein komplettes Eisenerzklumpen raus. Was du ja brauchst für den Stahl. So muss man das halt machen. Ne? Aber ja, bisschen doof. Bisschen doof. Da muss man schon Glück haben. So, gucken wir mal. Ich muss gerade hier das Aufnahmeprogramm hochschieben. Deswegen haben wir kurz nichts gehört. Denn da unten sind noch 2 Kommentare wieder von Opel und noch einer von Volker. Die lesen wir jetzt gleich vor. Jetzt muss ich erst überlegen, was wir hier machen müssen. Eigentlich müssten wir schon langsam anfangen, die Treppe hier hochzubauen. Aber dann müssten wir... Wir haben Juni. Kriegen wir das hin, bis der Winter kommt? Kriegen wir das hin? Das ist die Frage. Wir müssen jetzt erstmal gucken, wo wir die Treppe bauen wollen. Wir können ja schon mal die Treppe hier so einzeichnen und dann schauen wir, wie es weitergeht. Nehmen wir so eine oder... Das ist bei uns hier drin. Natürlich nehmen wir eine vernünftige Treppe. So, müsste hier hoch. Zack, dann müsste auf jeden Fall erstmal die Treppe fertig gemacht werden. 4 Holzscheite und Bretter. Nehmen wir das eine Brett hier raus. So, 5 Bretter. 1, 2, 3, 4, 5. Jawohl. Hallo? 4 Holzscheite. 1, 2, 3, 4. Können ja nur 3 tragen, verdammt. Uah. Dritter. Meiner. Tolle Treppe. Der hier muss weg. Jawohl. Kommen wir so durch. Wir kommen runter. Wir kommen hoch. Ist zwar sehr, sehr eng, aber geht. Wenn ich jetzt die Wände nehme. Wände, so, normale Holzwände, hierhin, hierhin. Ich mach das hier mal richtig zu. Ah, wobei, geht nicht. Wir müssen ja da hinten hin, dann muss das hier auch wieder so. Da ist ja das. Da machen wir mal noch ein Fenster hin. So, dann müssten wir hier was hinmachen. Wir müssten hier was hinmachen. Da müssen wir auf jeden Fall wieder hoch. Bin gerade am Überlegen, wie wir das machen. Das will ich nicht. Ich will das hierzu haben. Dann könnte man da eine Türe hinmachen. Und da machen wir noch ein Fenster hin. Pass auf. So, Fensterrahmen dahin. Hier kommt eine Türe hin. So, und jetzt brauchen wir nochmal eine Decke. Ja, ich weiß, sieht komisch aus, aber die würde ich gerne hier dran haben. So, weil dann hätten wir hier einen kompletten Eckbalkon, wo wir noch Brüstungen drauf machen, dass es schön aussieht. Da ist die Brüstung. So. Brüstung, Brüstung, Brüstung. Ganz viel Brüstungen hier. Aha. Jedes schlau, ne? So, warte. 2 Bretter, die können schon hier rein. Brauchen nur noch 2 und 2 Holzscheite. Eins, zwei. Eins, zwei. Mensch, hol mal schneller Bretter hier und alles. Dauert ja ewig. So, jetzt die Brüstung hier dran.
Da. Zack, zack. Könnten wir von hier aus nämlich auch schon runter gucken. Sehr geil. Können wir das alles überblicken? Guck mal, wo wir schon sind hier. Da hinten müssen wir noch weitermachen. Wir wollen irgendwie da hoch, weil da soll ja, da sollen ja die ganzen Windräder und was weiß ich hin. So, wie sieht's aus? Oh nein, jetzt habe ich den Sand genommen. Ich Experte. Bup, bup. Gib her. 10 Stück. 10 Glas, ne? Und dann schauen. Dürfte schon reichen dafür. Jo. Guck, die brauchen noch ganz viele Stöcke. Jetzt müssen wir natürlich zusehen, dass wir das fertig kriegen da oben. Weil Juni, der Herbst und Winter kommen und dann wird's kalt. Nicht wahr, Volker? Du schreibst nämlich Glück auf Ede und Edenauten. Typisch Ede, der Huhnkiller. Ich habe so gelacht. Der Goofy des Tages war angebracht. Danke für deine Mühe und Zeit. Immer gerne. Immer gerne. Ich dachte echt, ich hab's umgebracht, aufgegessen oder was weiß ich. Aber es ist ja Gott sei Dank hier reingegangen. Habe ich dann im Nachhinein auch gesehen, als ich nochmal geguckt habe. Der Frosch klaut unsere Melonen. Ich glaube, es hackt. Komm, gib her. Dann ernte ich. Wow, was war das? Habt ihr es gesehen? So, 594, 694. Es geht ja Gott sei Dank relativ schnell voll. Euch nehme ich mal mit. Hat er wieder hier oben hingeschmissen, der Sack. Fangen wir mal von außen an. Da muss ja auch noch was hin. So. Nehmen jetzt hier oben die alle raus. Dann kann er da schon mal weitermachen. Wenn wir hier oben die leer haben, gehen wir runter. Ütsch, und machen da weiter. Ich bin wieder viel zu schnell unterwegs hier. So, aufhängen. Bitteschön. Das Bett muss dann auch weg. Alles viel zu eng hier. So. Die Frage, was wir da oben hinmachen. Machen wir da unser Schlafzimmer hin oder machen wir da die Küche hin? Müssen wir mal gucken. Ne, ich glaube, wir machen das Schlafzimmer hier hin. Die Ecke muss ja sowieso frei bleiben, dann muss die nächste... Wo willst du denn hin? Okay. Interessante Art, den Stock hier reinzuräumen. Aber okay, wenn du übers Dach klettern willst, bitteschön. Oh Mann, ey. Mit dem hat man sein Kreuz, du. Komm, wir probieren das auch mal. Geht schneller. Er hat recht. Hab nichts gesagt. Problem ist nur, wenn das jetzt zu ist, war es das gewesen. Und um müssen wir sowieso immer wieder hier durchlaufen. So. Rein da. Hier wollte ich ein Fenster hinmachen. Gucken wir mal, ob das geht. Ob das in Ordnung aussieht oder ob das kacke aussieht. Ah, schön ist anders, ne? Aber wir machen es trotzdem mal. So, war ich eigentlich stehen geblieben? Genau, wir wollten hier unser Schlafzimmer hinmachen. Da kommt eine Treppe nach oben. Dann könnten wir hier noch ein bisschen was hinmachen. Gucken wir mal, dass wir das irgendwie zusammenkriegen. Was jetzt immer da drüber läuft, ey. Pfeife. Nicht von hier aus das da reintun? Kann ich. Sehr gut. Rein. Rein. Hier geht's natürlich nicht mehr. Schade. Schade, schade. Ja.
Pathfinder. Wir haben 42. Ach, wir haben noch den ganzen Sand. Wir haben noch den ganzen Sand, ich Idiot. Rein da, rein da. Rein da, rein da. Was machen wir denn jetzt mit dem Sand? Wo tun wir den Sand hin? Hier ist alles voll. Hacker noch ein bisschen Sand hin. Tschüss! 1, 2. 3, 4, 5. Brauchen wir ja noch oben fürs Fenster. So. Gib mal her. Voll. Voll, lolol. Ha. 4 von 4, 4 von 4, 4 von 4. 1 von 4. Sehr gut. Sehr gut. Wie sieht's mit dem Öl aus? Das passt noch. Wir haben nur kein Holz mehr hier. Lassen wir ihn mal in Ruhe rumwuseln. Wir gehen unten ein bisschen weitermachen. Er muss das ja jetzt erstmal hier hochschleppen und neu voll machen. Hat er hier noch zu tun? Vielleicht sollten wir gleich auch ein bisschen mit hochnehmen. Schnauzefrosch. Und das hier muss noch fertig. Immer schön ein Stück. Ach, ist das schön. Dum, dum. Juhu. Nichts mehr drin. Komm, geh ein bisschen Holz holen. Überall Frösche hier. Was haben wir da? Kürbis, Kürbis. Kürbis, Kürbis, Kürbis. Kürbis, Kürbis, Kürbis. Oder wie war das, ne? Ah ne, das war Kohle. Das war kein Kürbis. Zack, zack. Der fällt meine Bäume. Der fällt meine Bäume. So. Nehmen das mal mit hoch hier. Each. Wie viele Bretter haben wir noch? Wir haben noch ein paar. Dann machen wir erstmal hier alles voll. Holzscheite. Dankeschön. Und das war's schon wieder. Ey, das geht so schnell. Das geht so schnell. Jetzt müssen wir wieder latschen. So. Tut mir leid. Aber das ist angenehmer, als selber runterzulaufen. Manfred, du machst das schon. Hier ist nur zwei drin, ne? Das will ich nicht. Drei. Drei. Juhu, nice. So, und dann machen wir erstmal das Dach drauf und später können wir dann in den Aufzug die nächste Etage bauen, ja. Aber da müssen wir dann warten, bis der Winter vorbei ist, weil, wie gesagt, bald kommt schon der Herbst. Dann ist mir das ein bisschen zu knapp, hier zu bauen. Aber es wird. Es wird. Guck, und jetzt hat das Vordach hier auch eine ganz andere Wirkung, muss ich sagen. Also mit dem Fenster sieht zwar ein bisschen bescheuert aus, aber kann man so lassen. Könnte man denken, es ist nur ein kleines Fenster, was nur so 3 hoch ist und nicht 4, weil da ein bisschen verdeckt wird. Und wenn man runter geht, gucken, dann sieht man es ein bisschen. Ja, und ganz zum Schluss müssen wir uns dann Sandstein holen und das alles aufwerten. Viel Spaß dabei. Juhu! Ah, schon wieder da. Alter, wie lange brauchst du, um hier einmal Holz zu holen? Saga. Du bist gefeiert! Aber ich arbeite doch gar nicht hier. Willst du einen Job? Oh ja! Du bist gefeiert! Ne? Für alle, die SpongeBob kennen. Ist da die große Krabbe? Nein, hier ist Patrick. Oh, das ist wieder ein Schwein. Oh, ich weiß noch, ich weiß nicht, wohin mit dem Schinken. Wir haben viel zu viel. Wir brauchen ja nicht sinnlos Schweine jagen und schlachten. Ich hätte lieber mal eine Ziege hier. Hallöchen, Mr. Eber. Seien Sie lieb. Ja. So.
auf hier. Wahrscheinlich macht er auch erstmal unten jetzt alles voll, wetten wir. Drei. Der hat zwei. Jetzt hat er drei. Jetzt hat er drei. Super, das heißt, die sind alle voll mit Holzstämmen. Stell mal hin. Warte, können die Feuer noch ein bisschen beheizen hier? Rein da. Rein da, bitteschön. Gib mir die alle. Jawohl, jetzt haben wir schon drei Eisenbarren. Der hat 78, aber keine Steine mehr. So, her mit der Steines. Das muss Manfred hier auch wieder voll machen, ne? Die arme Socke. Bitteschön, dann brutzel, zwirbel mal schön. Guckt mich nicht, jetzt haben wir Platz, ne? Nicht wirklich. Dann muss hier noch das Fenster rein. Sonstiges, Fenster. Jawohl, kann man direkt das Glas reintun. Stöcke und Feuerholz, aha. So, so. Stöcke macht er lustigerweise nicht voll, Feuerholz auch nicht. Doofi. Oder Sack. So, voll Simmer. So. Ja, damit. Da sieht man mal, wie schnell das geht jetzt, ne? Wahnsinn. Es ist Wahnsinn. So, das Wasserhäuschen hängt auch da dran. Das passt echt wie die Faust aufs Auge. Das haben wir gut hingekriegt. Aber haargenau, du. Haargenau. Finde ich gut. Sehr, sehr gut. So, ist ja wieder am Gießen, ey. Ich meine, das eine Huhn hier, das lebt in Saus und Braus. 678 Nahrung für ein Huhn. Echt krass. So. Aber nur das Problem, dass er wieder nicht weitermacht, weil er 20 Sachen auf einmal zu tun hat. Aber wie viel Holz kriegt der da raus? Du Cheater! Holy moly, habt ihr das gesehen? Und ich wollte gerade sagen, er ist ganz schön schnell. Der war doch gerade noch da oben. Ich glaube, der kann einfach bupp hier runterbacken, sich teleportieren oder so. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. I don't know. Werden wir sehen. Lo, 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 lo. La, 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 la. Da, 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 da. Ach ja. So, lass ihn mal. Ich gehe runter. Wir müssen ja auch nochmal was essen. Wir müssen was trinken. Wir könnten eine Wassermelone essen. Dann wäre das mit dem Trinken, hätte sich das auch erledigt. Vorausgesetzt, da ist noch was und er hat nicht alles aufgemampft. Kann es sein, dass du so einen kleinen Gurkenfetisch hast? Lieber Manfred, dem müssen wir natürlich vorbeugen. Instant alle Gurken gegessen. Keine Ahnung, was er mit den anderen Sachen macht. Ach, die schmeißt er hier rein, ne? Genau, ich gucke, das ist voll. Ich kann mir hier sogar eine rausnehmen. Upp. Ernten. Das Schöne ist, da drin vergammeln die nicht, ne? Lustigerweise. Da wird nicht gegammelt. So, drei Eisenbarren, yay. Fangen wir mal hinten an. Dann ist der Weg nicht so weit. Wird der immer kürzer. Nach hier. Hm,
Bald sind wir fertig. Oho. Einer noch. Yeah. Sehr gut. Dann haben wir das ja auch komplett fertig. Wenn man so hoch guckt. Zweite Etage sieht man kaum. Aber gefällt mir. Gefällt mir. Das sollte auch noch halten. Bin ich fest von überzeugt, wenn wir dran glauben, dann hält das. Keine Angst. So, wir könnten jetzt mal gucken, was wir noch hinten für die Dingens brauchen. Ein Schaf. Die funktioniert nicht. Willst du mich verarschen? Bleib stehen. Zu weit weg oder was? Okay, wir haben keine Betäubungsfälle mehr. Gibt kein Schaf. Oh, wie ich sowas hasse. Warum? Warum? Die müssten dich eigentlich locker treffen, ey. Ich wollte hinten bei der Dingens gucken hier. Bei den Pinöppels. Mechanikteile 6 von 20. Eisenbarren 2 von 50. Yay! Yeah! Man sieht viel. Schmeißereien sind sie weg. So. Muss ich gucken hier wieder. Haarsand wegwerfen. Mach mal. Rechte Maustaste alle Gegenstände nehmen. Dankeschön. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Perfekt. 3, 6 und dann sind es nochmal 8. Sind schon 18 Barren. Heißt, einen Extraktor. Auf einmal. Das Ding ist geil, ne? Kostet allerdings auch eine Menge Strom. Opel schreibt, ha, na endlich eine neue Folge. Setz das Gewächshaus am besten unten mit hin, dann kann dein Manfred effektiver wirtschaften. Dein Extrahierer für Stein, nimm da mal den Haken raus, wo er nur Stein sammeln soll. Gibt gut Eisen. Naja, gut ist relativ, finde ich. Jetzt ist zweimal Eisen rausgekommen, okay. Daraus könnten wir Stahl machen direkt, wenn wir Blei hätten, was wir wahrscheinlich wieder nicht haben, weil ich lasse das ja immer liegen. Heißt, wir müssen runter. Nee, Blei gibt's nicht. Blei ist ausverkauft. Müssen wir gerade welches holen. Gut. Das ist halt immer eine Glückssache, was da rauskommt. Da kann ein Stein rauskommen, da kann ein Eisenbrocken rauskommen, da kann ein richtiges Eisenerz rauskommen. Also immer meh. So, Blei, Dankeschön, 49,8, das war's. Zoom, zoom, wo ist der Kaffee? Schnell zwei Stahlbarren machen. Also nichts drauf außer Zahnbelag, ne? Das ist ein Vogel, ey. Gib her. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bop, bop. Bop. Tut er den nicht da rein, ey? Bop. Das ist eine Pfeife. Was eine Pfeife. Komm mal hier rein. Zack. 15 von 50. Juhu. So, wie viele Nägel brauchen wir hier noch? Eins. Oh, hier brauchen wir noch einige. Einige Nägel brauchen wir hier noch. Nägel mit Köpfen? Hm? Nägel mit Köpfen? Die Frage ist, was stellen wir hier hin für uns, wenn wir das Gewächshaus nach unten bringen? Ehrlich gesagt bin ich faul. Ich habe auch keinen Bock, ständig darunter zu laufen und mir ein bisschen zu essen zu holen. Abgesehen davon hätte das ja dann auch keinen Wasseranschluss mehr. Ne? Das heißt, er müsste das immer gießen, wenn er das überhaupt macht. Fragen über Fragen hier. Weg damit. Ne, die behalte ich mal. So, gib mal her. Dankeschön.
rennst du schon wieder rum hier? Oh, da haben wir die Holzscheite vergessen. Tschüss. Kann man da nur die Holzscheite vergessen, ey? Akteur. Dankeschön. So, jetzt kommt hier wieder Dingens drauf. Alter, habe ich jetzt viele Bretter noch. Die Decke. Der geht leider nicht. Ja, guck nicht so. Alle weg. Alle weg. Sehr gut. Aha. Und hier in die Ecke bin ich am überlegen, dann wäre auch das da weg. Können wir machen. Treppen. Wie wäre es mit so einer hier? So könnte man die machen. Dann würden wir auch hochkommen. Würde hier auch gehen. Die Frage, ob wir das wollen. Müssen wir mal gucken. Auf jeden Fall ist die halt ja, kompakter. Sagen wir mal kompakter. Ja? Oh, ihr schon wieder. Wo seid ihr? Die wollen sowieso wieder zu mir, ne? Betteln und Hausieren verboten. Weg mit euch. Zack. Oh, erste Hilfe. Kannst du mir direkt geben? Benutzen. Sehr gut. So, wir müssten das mal alles aufwerten. Haben wir schon wieder ein Eisen. Ja, nice. Zweimal Stahl. Komm, kommt alles da rein. Da wird das Ding auch mal fertig irgendwann. Obwohl, wir wollten hier weitermachen, ne? So, du kommst hier rein. Der Stahl. Haben wir jetzt 17 von 20, sind bald fertig. Was fehlt hier noch? Ein Aluminiumbarren. Hier fehlt nichts, da fehlt nichts. Hatten wir doch noch hier, oder? Hab ich wieder gepennt? Wo ist der Aluminiumbarren? Weg. Er ist weg, weg. Sehr gut. Das kann da hängen bleiben. Da passiert ja nichts. Das hält ewig. Eieieiei. So, müssen wir den Aluminiumbarren holen. Schnauze. Einen Aluminiumbarren brauche ich. Kannst du mir mal geben. So, und dann holen wir uns noch ein bisschen Kohle hier. Dankeschön. Gucken, ob die noch irgendwo hier liegt. Blei können wir auch mitnehmen. Noch mal einen oben. Binde ist what? Eisenerz. So, was ist hier drin? Einmal eine Runde laufen. Haben wir ein bisschen eingesammelt. Blei, Blei, danke, danke. Haben wir auch noch Glück. Haben wir auch noch Glück, du. Huiuiui, okay. Sonst ist hier nichts gerade. Relativ mau. Irgendwann baue ich mir auch mal komplett in der Höhle was, ey. Vielleicht machen wir das dann in der nächsten Staffel. Bei Infected 2025 oder so. Haben wir jetzt auch schon länger kein Update mehr, ne? Das sieht richtig gut aus so, das gefällt mir. Ich mag das, wenn das alles so verwinkelt ist und hier was und da was und dort was. Echt geil. Nice. La, 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 la. So, das interessiert keinen. Das brauchen wir jetzt auch nicht. Siehst du mal, die Macht der Gewohnheit. Direkt hier hochgerannt, müssen wir noch gar nicht. Muss hier den und den machen. Zack, mach alle. Jawohl. 1, 2, 3.
Hier, bitteschön. Eine Kohle rein. Hier kann auch noch Kohle rein. So, da haben wir die 10 Ölfässer. Haben wir hier 10 Nägel. Könnten wir eigentlich noch einen bauen hinten. Eins, zwei, drei, vier, fünf, 40 Nägel. 40 Nägel, du! 40 Nägel! So, ich wollte damit hoch. Der ist am Vollmachen. Wie sieht's hier nochmal aus vom Stromtechnischen her? Ausgehend 100, eingehend 180. Genau, das müssen wir auch noch machen. Wir brauchen so viel. Das Ding muss dauerhaft laufen, ne? Das muss dauerhaft laufen und immer schön den Sand wegschmeißen, weil der nicht mehr weiß, wohin damit. Mehr als genug Sand hier. Gucken wir mal hier hinten an. So. Und hier. Dum 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 dum. So. Tacho ist auch schon fortgeschritten. Vorsicht, keine Beine brechen. Frosch, geh weg. Ich hab dich auch lieb. Ich hab dich zum Fressen gern, weißt du? Fertig, okay. Sehr gut, dann können wir das auch noch direkt hier reinmachen. Und zwar Decken hier. Upp. So, dann wäre das nämlich auch zu. Rein da. Oh oh. Öl geht auch. Okay. Hab nichts gesagt. Ja, ganz schön was zu tun, Manfred, wa? Naja, jener Gang macht schlank. Denk dran, Manfred. Freust du dich doch. Gib's zu. Es fehlt hier noch, ne? 3 Stück und dann haben wir es. Das heißt, den können wir jetzt erstmal runter tun. Oh. Sehr gut. Gefällt mir. Gefällt mir. Geht richtig schnell. Richtig fix sind wir heute. Die kann ich nicht rausnehmen. Da ist der nächste dran. Ich hab noch 4 Bretter, okay. Mach einfach bis voll ist hier. Oder bis wir überladen sind. Hier die Bretter noch reinpacken. Keine Bretter mehr. Oh nein. Brennst du noch ein bisschen weiter? Das passt schon. Es fängt an zu regnen. Was sagt das Huhn? Du bist leider allein. Wir müssen wieder neue Betäubungspfeile machen dann. Leider. Sehr gut. Das sind genau die 3, die wir brauchen. Gib mal her. Ja. Ich check das nicht, ne? Dieses Spiel. Warum? Warum? Jetzt rennt er da oben hin, stellt sich da hin und bupp, bupp, sind sie unten drin. Da er sich hier vorstellt. Alter Falter. Kacke Amateur.
4, 4 und 1 sind 9. Okay. Dann zeichnen sie mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So. Komm her. Alles zu. Da muss noch ein Fenster rein. Da muss eine Türe rein. Türen haben wir hier. Dankeschön. Rüstungen, sonstiges. Hier kommt das Fenster rein. Dann könnten wir sogar hier auf die Ecke könnten wir unser Bett stellen. Wäre vielleicht gar nicht so verkehrt. Oder wir stellen es hier so an die Wand. Mal gucken, wie wir das machen. Auf jeden Fall muss hier noch eine Brüstung hin, weil sonst sieht es kacke aus. Die sind hier. Haben wir da auch was? Holzbrüstung, Ecke. Holzrahmung einfach. Nein. Wollte doch mal gucken. Lampe. Ja, komm her. Mach so, mach so. Und mach so. Das ist in Ordnung. Hier muss auch noch eine Türe hin. Fällt mir gerade ein. Überall müssen Türen hin hier. Aber okay. 10 Uhr abends schon wieder. Dann würde ich sagen, ich gehe jetzt schlafen. Du lässt einen Daumen hoch da, wenn es dir gefallen hat. Und in diesem Sinne, wie immer, danke für deine Zeit.